Edgar Wasser Urlaub. Okay, ist wirklich eine komplette EP jetzt draußen. Ach, ist aber wirklich nur das Ding hier anscheinend, ne? Weil das geht ja 8,56, ne? Das sind die drei Tracks, okay. Ja, okay, okay. Er hat doch letztes Mal schon mal sowas gemacht. Wie hieß denn das, als er so, das war so, na, so ein sehr melancholischer, deeper Track über, ja, das, da hat er davon gerappt, so vom Hochhausdach springen oder sowas. Das war ähnlich aufgebaut mit so drei Tracks, glaube ich, ne, die so hintereinander irgendwie so eine Geschichte erzählt haben. Hm, gehen wir mal rein. Ich habe auch gesehen, dass der, wie heißt er, der Jay Jiggy, den Edgar mittlerweile für sich entdeckt hat, ne? Also ich, Alter, ich will jetzt hier nicht so den machen, von wegen, ich habe den schon voll lang gehört, aber ich habe den schon voll lang gehört. Ja, ja, ich habe, ich habe den schon in dieser Mann Detektiv Edgar und so, also ich bin da schon ziemlich lang am Start, was Edgar Wasser betrifft, feier den schon sehr lange. Und es hat irgendwie nie nachgelassen, also der schafft es über die ganzen Jahre hinweg immer irgendwie interessant zu bleiben für mich. Gehen wir mal rein, Alter. Grüße aus dem Urlaub. Ja, geil. Jetzt zur Winterzeit. Huch. Werden wir mal wieder in die warme Jahreszeit katapultiert. Grüße aus dem Urlaub, wo alles mit S anfängt. So wie Sonne, Strand, Spaß, Streit, Stress. Das Vanilleeis schmilzt in der Hitze und bildet eine Pfütze in der Ritze zwischen den Autositzen des Mietwagens. Ja, guck mal, das meine ich einfach, Alter. Das ist einfach Edgar, Mann. Das hat so einen Flavor, ne? Also schon von der Beatwahl, ne? Die sehr, so sehr oldschoolig irgendwie angelehnt ist. Und ich mag, der hat oft so sehr alternative Flows, auch von seinen Reimen, ne? Wie er hier mit diesem Pfütze, Ritze, Sitze und dann auf Mietwagen aber die Line endet, ne? Er ist auch so einer, der so den Mut hat, öfter mal so komplett aus dem Schema irgendwie rauszurappen. Weißt du, wie ich meine? Du erwartest einen Reim, er bringt ihn nicht. Oder du erwartest einen Reim und er bringt ihn komplett dreckig. So, dass du dir denkst, lol, Digga, ne? Wie, keine Ahnung, einfach, hat einfach Style, Digga. Ist einfach sehr eigen. Ich mag das. Gehen wir nochmal an den Anfang. Aus dem Urlaub, wo alles mit S anfängt, so wie Sonne, Strand, Spaß, Streit, Stress. Das Vanilleeis schmilzt in der Hitze und bildet eine Pfütze in der Ritze zwischen den Autositzen des Mietwagens. Zum Beispiel dieser Mietwagen, Digga, wo holt er den her? Das macht keinen Sinn, oder? Es gibt keinen Reim, der sich darauf reimt. Er holt ihn einfach her. Ist ihm egal. So wie Sonne, Strand, Spaß, Streit, Stress. Das Vanilleeis schmilzt in der Hitze und bildet eine Pfütze, ja, in der Ritze zwischen den Autositzen des Mietwagens. Wer hat wieder beschissen geschlafen wegen der spürbar billigen Airbnb-Matratzen? Hm. Und das auch, Digga. Auch dieses, wer hat wieder beschissen geschlafen? Ist so typisch Edgar. Dieses geschlafen, wie er das Wort betont so. Aber ich feier den Flow. Geschlafen wegen der spürbar billigen Airbnb-Matratzen. Und wer hat die seltsam riechenden Garnelen gegessen und dann die Nacht auf dem Klo verbracht? Touristen regen sich über Touristen auf, so als ob sie selbst gar nicht Tourist sind. Hawaii-Hemden, Schweißflecken. Ja, Digga, true. Und er bringt diese Facts, darüber so stumpf. Aber es ist true, oder? Es ist true, Digga. Auf, so als ob sie selbst gar nicht Tourist sind. Hawaii-Hemden, Schweißflecken, Unterzucker. Irgendwie zieht es die Stimmung gerade ein bisschen runter. Am Ausgang vom Souvenir. Ja, Mann, Xeno, ich weiß, was du meinst. Weil er gerade schreibt, der Flow klingt so, als würde er freestylen. Ja, Digga, genau. Er hat immer so diesen lockeren, irgendwie diesen lockeren Freestyle-Flow. Aber nicht auf wack gemeint, das kann ja auch wack sein. Ne? Also man kann ja mit, wenn man sagt, es klingt gefreestyled, kann man ja auch so negativ meinen, aber bei ihm ist es ein Positivbeispiel, weil es so locker aus der Hüfte klingt so. Jetzt würde er das gerade einfach fühlen und rappt das einfach mal schnell ins Mikro rein. Zucker, irgendwie zieht es die Stimmung gerade ein bisschen runter. Am Ausgang vom Souvenirshop gibt's einen Souvenirshop mit einem T-Shirt vom Souvenirshop. Der ist auch so gut. Das ist auch eine geile Line, Digga. Am Ausgang vom Souvenirshop gibt's einen Souvenirshop mit einem T-Shirt mit einem Motiv von einem Souvenirshop. Ich find's halt geil, wenn man so offensichtliche Themen, so einfach nur das Thema Urlaub. Was, da fällt ja mir jedem fällt er direkt ein, irgendwie Sonne, Touristen, Strand und all diese Themen. Aber er bringt das immer so geil auf den Punkt und hält einem auch teilweise echt immer geilen Spiegel vors Gesicht. Gerade wenn er davon rappt, ne, so, man regt sich über Touristen auf und tut so, als wäre man gar kein Tourist und so. Souvenirshop, gibt's einen Souvenirshop mit einem T-Shirt vom Souvenirshop. Ein langer Tag am Strand endet mit einer Arschritze voller Sand und einem Sonnenbrand. Urlaub, true. Endlich wieder Urlaub. Der lang ersehnte, wohlverdiente Moment der Erkenntnis,
dass es auch woanders scheiße sein kann. Urlaub. Nice. Endlich wieder Urlaub. Nice, auch geiles Video. Ich mag, ich bin Fan davon, wie er dieses Stock-Footage steigt. Also es ist ja wahrscheinlich Stock-Footage, ne? Aber das passt irgendwie voll. Ne, hat gute Szenen gefunden. Sein kann. Urlaub. Endlich wieder Urlaub. Urlaub. Der lang ersehnte, wohlverdiente Moment der Erkenntnis, dass es auch woanders scheiße sein kann. Urlaub. Im Urlaub ist alles egal. Im Urlaub ist alles erlaubt. Im Urlaub gibt's keine Regeln. Im Urlaub darf man sich vom All-You-Can-Eat-Buffet so viel nehmen, dass man am Ende davon angeekelt ist und alles übrig lässt. Ja, Mann. Im Urlaub ist alles anders. Im Urlaub darf man seinen Abfall am Strand einfach liegen lassen. Irgendjemand räumt das schon auf. Im Urlaub ist Ausnahmezustand. Das ist auch irgendwie geil, wie er das hier künstlerisch im Video mit einbaut. Ne? Man kann da jetzt so interpretieren, wie, ne, wie man will. Aber er hat so diesen Flow, in dem er einfach aufzählt und diese ganzen Buchstaben rasen einfach so nach oben. Als wäre, also so, alles wird zu viel, so, ne? Er redet dann von diesem All-You-Can-Eat-Buffet und diese ganzen Buchstaben, ne? Die sind teilweise schon völlig, ja, so, man kann sie gar nicht mehr zuordnen, weil du so davon so überrannt wirst. Fall am Strand einfach liegen lassen. Irgendjemand räumt das schon auf. Im Urlaub ist Ausnahmezustand. Im Urlaub darf man so viele Nestle-Produkte, wie man will, konsumieren, ohne ein schlechtes Gewissen zu kriegen. Im Urlaub geht alles. Im Urlaub gibt's nur zwei Arten von Menschen: Gäste und Servicekräfte. Im Urlaub darf man sich ungeniert vor den Einheimischen über sie unterhalten und auch mal was rassistisch Anmutendes von sich geben. Die verstehen einen ja eh nicht. Im Urlaub macht das jeder so. Im Urlaub ist man frei. Ja, da kommt die Gesellschaftskritik wieder zum Tragen. Das ist eigentlich in fast jedem Edgar-Track irgendwie Thema. Also nicht unbedingt Rassismus, aber so allgemein, ne? Gesellschaftskritische Messages oder so Takes. Ich finde halt, er macht es auch immer geil, ohne so einen ekelhaften, also ohne so diesen krassen Zeigefinger. Weißt du, er macht nicht unbedingt immer so diesen Moral-Messias auf. So, fühl dich schlecht, sondern er macht so auf so eine Humor, auf so einer Humorebene, sodass du das hörst und irgendwie tut's weh beim Hören oder du musst so schmunzeln, aber du schmunzelst eigentlich gar nicht unbedingt wegen dem Song, sondern eigentlich wegen der Message oder wegen dem, was er dir sagen will oder weil du über dich selbst vielleicht auch schmunzelst und du denkst, ah, hat er mich da vielleicht ein bisschen erwischt? Wohlverdiente Moment der Erkenntnis, dass man auch woanders scheiße sein kann. Urlaub. Mann, das ist auch geil. Er sagt hier, dass man, ne, auch woanders scheiße sein. Nicht, dass das S woanders scheiße sein kann, dass man woanders scheiße ist auch cool. Kenntnis, dass man auch woanders, ja, okay, scheiße sein kann. Urlaub. Nice. Endlich wieder Urlaub. Der lang ersehnte, wohlverdiente Moment der Erkenntnis, dass es auch woanders scheiße sein kann. Urlaub. Ja, und jetzt denkt man eigentlich, er hätte alles erzählt, oder? Also jetzt ist eigentlich das Thema Urlaub abgehakt, aber anscheinend nicht, weil hier kommen noch zwei Dinger. Ist auch so geil, ne? So eine wunderschöne, glückliche Frau, die da am Strand spaziert und dann schimmert so der ganze Müll vom Strand irgendwie durch. Ihr müsst euch echt mal Edgar Wasser geben, Alter. Gönnt euch mal den Kanal, es gibt wirklich viele geile Songs. Oh, okay. Das war quasi der Übergang. Oder? Postkarte aus dem Urlaub. Jetzt mit bisschen Abstand. Warte, ganz kurz. Wie heißt... Ach, das heißt auch Postkarte aus dem Urlaub. Okay. Postkarte aus dem Urlaub. Jetzt mit bisschen Abstand habe ich festgestellt, dass ich euch alle nicht abkann. Ja, ich genieße hier die Ferien und wenn ich wieder da bin, will ich keinen von euch wiedersehen. Ihr könnt euch alle mal ins Knie ficken. Lasst euch von einem geldgeilen Arzt unterhalb des Oberschenkels eine Vagina implantieren und dann könnt ihr euch ins Knie ficken. Ladet mich ein, egal wohin, ich lass mich nie blicken. Die einzige Willkommen-zu-Hause-Party, auf der ich erscheinen werde, ist die, bei der ihr alle zu Hause bleibt. Das ist aber eine ignorante Line, Digga. Ja, ich glaube, wenn der Edgar ein Battle-Rapper wäre, Digga, dann wäre er der ignoranteste Motherfucker in Germany, Alter. Zu Hause Party. Ich bin nochmal zurück hier.
ficken. Ladet mich ein, egal wohin, ich lass mich nie blicken. Die einzige Willkommen-zu-Hause-Party, auf der ich erscheinen werde, ist die, bei der ihr alle zu Hause bleibt. Ich gehe gerade meine Kontaktliste durch und eure Namen werden allesamt entfernt wie ein Raucherbein. Hier in der Ferne geht's mir gut, hier bin ich wie ein Bettler, den ihr ignoriert habt. Nichts mit euch am Hut. PS, das Wetter hier ist klasse. Ich sitze gerade im Schatten und merke, wie sehr ich jeden von euch hasse. Postkarte aus dem Urlaub, du wunderst dich über den Umschlag, bis du das Antrags entdeckst. Der Salzstrand auf dem Bild ist paradiesisch. Vielleicht landest du ja dort, wenn du dann bald nicht mehr hier bist. Postkarte aus dem Urlaub, du wunderst dich über den Umschlag, bis du das Antrags entdeckst. Der Sandstrand auf dem Bild ist paradiesisch. Vielleicht landest du ja dort, wenn du dann bald nicht mehr hier bist. Postkarte aus dem Urlaub. Ich lieg grad unter einer Palme und stell mir vor, wie beschissen es wär, wenn ihr dabei wärt. Hoffe, ihr seid auch wo Schönes hingeflogen. Mit einem psychisch labilen, übermüdeten Piloten. Ihr könnt mich alle mal am Arsch. Ist das asozial, Alter. Hingeflogen. Der hat auf jeden Fall Bock auf seine Leute um sich rum. Er ist richtig happy. Mit einem psychisch labilen, übermüdeten Piloten. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich schreib mir den ersten Buchstaben des Alphabets mit Lebensmittelfarbe auf den Anus und dann könnt ihr mal am Arsch lecken. Dass wir uns jemals wiedersehen, könnt ihr vergessen. Ich hab keinen Bock auf... Ist auch typisch Edgar, ne? Könnt ihr vergessen. Vergessen. Könnt ihr mal am Arsch lecken. Dass wir uns jemals wiedersehen, könnt ihr vergessen. Ach, warte mal. Auf den Anus und dann könnt ihr mal am Arsch lecken. Ah, das check ich jetzt erst. Am Arsch lecken. Ah, da hab ich gar nicht gepeilt. Deswegen die Lebensmittelfarbe, okay. Ist das dumm, Digga. Dass wir uns jemals wiedersehen, könnt ihr vergessen. Ich hab keinen Bock auf euch. Wette, wenn ihr am Strand eine Muschel aufhebt und ans Ohr haltet, hört ihr nicht das Meer rauschen, sondern Blauwale, wie sie singen, dass ihr dumme Fickfressen seid, die hoffentlich bald ersaufen. Der Sonnenuntergang ist wunderschön, aber noch schöner wäre es, wenn ihr alle untergeht. PS, das Essen hier ist klasse. Ich schäle grad eine Krabbe und merke, wie sehr ich jeden von euch hasse. Postkarte aus dem Urlaub, du wunderst dich über den Umschlag, bis du das Antrags entdeckst. Der Sandstrand auf dem Bild ist paradiesisch. Vielleicht landest du ja dort, wenn du dann bald nicht mehr hier bist. Postkarte aus dem Urlaub, du wunderst dich über den Umschlag, bis du das Antrags entdeckst. Der Sandstrand auf dem Bild ist paradiesisch. Vielleicht landest Endline du ja ist dort, auch geil. Wenn du dann bald nicht mehr hier bist. Postkarte aus dem Urlaub, du wunderst dich über den Umschlag, ja, bis du das Antrags entdeckst. Der Sandstrand auf dem Bild ist paradiesisch. Vielleicht landest du ja dort, wenn du dann bald nicht mehr hier bist. Alter, ach du Scheiße, Digga. Wo ist das? Ach du Heilige. Ich frag, wo ist das? Wahrscheinlich auf irgendeiner x-beliebigen Urlaubsinsel, ne? Wie immer. Ja, ist das Ding hier? Warte mal. Zurück aus dem Urlaub, okay. Also jetzt ist er wieder zu Hause, oder was? Zurück aus dem Urlaub, der Spaß ist vorbei. Das Hotel hat kein Zimmer mehr für dich frei. Der Mietwagen wurde zurückgegeben. Irgendjemand anderes fährt damit jetzt durch die Gegend. Vielleicht an den Strand, an dem du noch vor paar Tagen warst. An dem Platz, an dem du lagst mit dem gleichen Roman. Wobei dein Exemplar nun bei dir zu Hause halb gelesen auf dem Nachttisch verstaubt. Nice. Der Urlaub ist aus, pack den Koffer aus. Mit Flipflops, Hawaii-Hemd und Strohhut sieht man vor dem Abflug. Ja, er bringt auch durch diesen Pitch nach unten, ne, bringt er irgendwie so eine, diese melancholische Stimme noch ein bisschen geiler rüber. Ne? Er hat auch die, ich glaube, der Beat ist auch ein ganz schönes Stück langsamer. Pack den Koffer aus, mit Flipflops, Hawaii-Hemd und Strohhut sieht man vor dem Abflug schon ziemlich. Aber nach der Landung dann so richtig offensichtlich wie ein Vollpfosten aus. Zu Hause ist da, wo man am Flughafen Gepäckband darüber nachdenkt, ob man noch einkaufen geht da. Heim ist man Konsument, im Urlaub Tourist und in beiden Fällen ist man ein scheiß Kapitalist. Zurück aus dem Urlaub, das Wetter war so toll. Er bringt es schon sehr geil auf den Punkt, Alter. Das Thema Urlaub so zu sezieren, Digga, in verschiedenen Kapiteln ist schon krass. Kapitalist, zurück aus dem Urlaub, das Wetter war so toll, das Essen war so gut, die Menschen waren so freundlich. Nur die ganze Armut da ist irgendwie hart, aber muss man auch mal gesehen haben, klar. Fuck, Digga, jetzt hat er mich auch erwischt hier. Nach meinem Ägypten-Urlaub, Digga. Das sind wirklich die Takes, die man
die man dann leider, ne, die dann so aus dem eigenen Mündlein rauskommt. Die ganze Armut da ist irgendwie hart, aber muss man auch mal gesehen haben. Klar. Zurück aus dem Urlaub. Das Wetter war so toll, das Essen war so gut, die Menschen waren so freundlich. Nur die ganze Armut da ist irgendwie hart, aber muss man auch mal gesehen haben, klar. Da hat er mich erwischt, Digga. Da hat er mich erwischt. Das ist der Part für den Gio. Das ist der Part für mich hier. Den hat er nur für mich geschrieben. Zurück aus dem Urlaub. Die schöne Zeit verging wie im Flug. Außer während des Flugs. Blicke. Er hat immer diese stumpfen Lines, die mich abholen, Digga. Zurück aus dem Urlaub. Die schöne Zeit verging wie im Flug. Außer während des Flugs, Digga. Wie true. Die schöne Zeit verging wie im Flug, außer während des Flugs. Blicke bei der Landung aus dem Fenster, Wolken ziehen vorbei wie wohlhabende Touristen am Bettlern. Dang. Der Urlaub war so schön, ja. Nur an die ganze Armut, die man da sieht, Alter, muss man sich erst einmal gewöhnen. Denn zwischen Shopping und Sightseeing, Coca-Cola und Eiscreme, muss man immer wieder mal am Leid vorbeigehen. Digga, ich hab wirklich voll Gänsehaut gerade, Digga. Das erwischt mich hier kalt um die Ecke, Digga. Aber das liebe ich an Edgar Wasser Songs. Sie sind so vom Sound, sind nicht so offensichtlich. Es ist nicht so ein Zeigefinger-Rap. Weißt du, wie ich meine? So dieses, ey, guck mal, was du da machst, Junge. Das kommt halt eher so zwischen den Zeilen. Ich finde, das tut noch viel mehr weh. Muss mal zurück hier. Die Line, Digga. Außer während des Flugs. Blicke bei der Landung aus dem Fenster. Wolken ziehen vorbei wie wohlhabende Touristen am Bettlern. Ich find's auch geil, wie er das Bettlern, wie er dafür eine ganze Zeile einnimmt im Video. Weißt du, mit diesen ganzen Leerzeichen dazwischen, mit diesem Abstand. Also er bringt dann auch innerhalb des Videos nur mit Buchstaben einfach diese Punchline nochmal so, ne, gibt ja nochmal Gewicht. Im Fenster, Wolken ziehen vorbei wie wohlhabende Touristen an Bettlern. Der Urlaub war so schön, nur an die ganze Armut, die man da sieht, muss man sich erst einmal gewöhnen. Denn zwischen Shopping und Sightseeing, Coca-Cola und Eiscreme, muss man immer wieder mal am Leid vorbeigehen. Immer wieder mal die Bitte um eine Spende ablehnen. Und zwar immer mit dem Wissen, dass hier alle wissen, dass man etwas geben könnte, doch sich dagegen entscheidet. Schätze, das ist sowas wie ein offenes Geheimnis. Das ist Urlaub, so tun als ob die Kohle bloß gereicht hätte für den Flug, das Mietauto, das Hotel, die Restaurants, Mitbringsel etc. Doch leider nicht mehr für den hingehaltenen Pappbecher. Muss man aber schon noch mal gesehen haben. Bisschen ja. Die Komfortzone verlassen, neue Dinge erfahren. Zieh dir das Meer und die Landschaft rein und all die Armut. Und dann flieg dankbar heim. Zurück aus dem Urlaub. Digga. Das Wetter war so was toll, ein das Essen war Ding, so Digga. Gut, die Menschen waren so freundlich. Was ein Ding. Nur die ganze Armut da ist irgendwie hart, aber muss man auch mal gesehen haben, klar. Zurück aus dem Urlaub. Das Wetter war so toll, krank. Das Essen war so gut, die Menschen waren so freundlich. Nur die ganze Armut da ist irgendwie hart, aber muss man auch mal gesehen haben, klar. Wirklich krass. Ja, ja, er baut diese ernsten Themen oder diese ernsten Lines auch zwischen irgendwie einer humorvollen Line dann irgendwie ein. Es kommt irgendwie so zwischen den Zeilen. Ich glaube, Leute, die jetzt nicht so, keine Ahnung, die so einen Song einfach so konsumieren, ohne jetzt so wirklich den Text irgendwie mitzunehmen, ne, die könnten das wahrscheinlich einfach als lustigen Song über den Urlaub irgendwie aufnehmen. Aber wieder, Digga, wieder ein Brett. Der Edgar enttäuscht einfach nie. Ich glaube, es gibt nicht wirklich eine, also es gibt Edgar-Songs, die finde ich geiler, Edgar-Songs, die finde ich weniger geil wie andere, aber ich habe noch nie Müll von dem gehört. Ich ballers euch mal in den Chat, Mann. Lasst mal ein bisschen Liebe da hier für den Edgar Wasser, Digga. Da hat man, also wenn man den Song gehört hat, hat man auf jeden Fall wieder Bock auf Urlaub, oder? Da hat man direkt wieder Bock, so zu gucken, Digga, wo ist gerade günstig, wo kann man mal schnell hinfliegen, so. Auf jeden Fall. Freue mich. Danke auf jeden Fall für die Motivation, Edgar. Ja, hab schon richtig Bock, Urlaub zu planen. Ja. Ja, nee, aber auf jeden Fall, Digga, wirklich geil gerappt auch. Und er hatte irgendwie, ich weiß auch nicht, Digga. Ich finde, er macht das halt alles immer auch gleichzeitig mit so einem geilen Flavor. Ja, aber es mag wahrscheinlich daran liegen, dass es so vom Vibe her so einen oldschooligeren Vibe hat. Und der geht mir sowieso immer mehr rein. Ich kann mit dem modernen Sound ja nicht so viel anfangen. Auch wenn er das teilweise gerne machte, ne? Also er ist ja jetzt nicht unbedingt abgeneigt, auch so ein bisschen diese modernere Richtung zu fahren, trappier oder irgendwie mit Autotune da irgendwas reinzuballern.
Aber ich weiß nicht, warum bei einem Edgar wirkt es trotzdem originell und nicht so mainstreamig anbiedernd. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann das bei dem immer gut annehmen. Checkt es auf jeden Fall ab. Dieser Song sollte in Reisezentren spielen. Ja, aber da machen die ja kein Geld mehr. Das wäre ja dumm. Richtig geil. Ab Dienstag direkt eine Woche Macau. Das wird meine Urlaubs-EP. Ja, geil. Naja, vielleicht sitzt dann der ein oder andere Cent dann doch ein bisschen lockerer. Ne? Wenn mal wieder nach Geld gefragt wird oder so. Aber ja, diese Themen, die er da anspricht, die sind ja auch true. Also das ist ja nicht so, als wäre das nicht so. Natürlich. Klar, bis zum Urlaub. Ne? So, aber natürlich, jeder fragt irgendwie, ne, überall ist irgendwie das Leid um dich herum, außerhalb deiner Hotelkette, ne, so, da ist das Paradies, außerhalb dessen siehst du halt, wie es wirklich aussieht, und natürlich, guckst du, wie kommst du da noch am besten, ne, wie hat das genannt, wir sind, vor allem da sind wir Kapitalisten, ne, guckst du, wie kommst du da am besten noch weg, wo machst du das beste Angebot, wo sparst du noch, weißt du, da geht's dann darum, du, weiß ich nicht, du willst irgendwie einen Tauchkurs gönnen oder was weiß ich, und dann guckst du selbst da noch, ob du noch irgendwo, wo ist das allergünstigste Angebot, wo kannst du noch die letzten 5 Euro rausquetschen, Digga. So sind wir, ja, das ist so, das ist true. Von Edgar Wasser gibt es nur ein einziges Interview und das dauert 2 Minuten und lässt gut durchschimmern, was für eine Art Künstler ist. Du meinst dieses mit so einer Dame, in der er die ganze Zeit so ironisch antwortet, ne? Kenne ich auf jeden Fall. Flug ist schon gebucht, ja geil, Digga. Da hast du auf jeden Fall Bock drauf, ne? Ja, ich denke, das Teil hier werden wir heute auch nicht mehr toppen können. Das ist wahrscheinlich so mit das, also für meinen Geschmack wahrscheinlich wird das hier. Also das alles war krass, hier habe ich ja auch schon mal reagiert auf Wacht auf hier von Edgar. Also was kann ich empfehlen für die Leute, die den Edgar noch nicht kennen. Was auf jeden Fall auch geil war, war so die Songs, die zur Corona-Zeit kamen, wie eben Wacht auf, Frisch geimpft ist auch geil, Hypochonder war auch geil, Künstlerische Differenzen mit Fettoni fand ich auch sehr geil, lass mich überlegen, Alter. Aliens war auch sehr geil, ja, auch ein sehr gesellschaftskritischer Song, vor 9 Jahren, ne, übergeil. Was habe ich noch gefeiert? 44 Bars, auch fett. Hier, Detektiv Edgar vor 13 Jahren, das ist so auch eine geile Story, die er da erzählt. Ja, gibt ganz viele, also vor allem die alten Dinger finde ich auch sehr, sehr geil. Ja, checkt einfach mal den Kanal, gibt's wirklich gute Songs. Wenn Edgar mal wieder live in Berlin ist, lass hin. Alter, ey, mit dir würde ich hingehen. Mit dir würde ich hingehen, Biers. Lass machen.